Gucken, dass ich das mit der anderen Straße richtig abschließe, weil sonst kommen zu viele Kreuzungen. Das wäre uncool. Weil Kreuzungen irgendwie den Verkehr erhöhen. In dem Spiel. Ist hier hinten noch eine Straße rübersetzen? So vielleicht. Den einfach. Ja, das passt doch. Jetzt kann ich hier noch ein paar grüne Daumen hinsetzen. So. Ich habe noch ein bisschen Platz freigelassen, wie ihr seht. Also hier hinten kommt nachher noch irgendwie so ein bisschen Abwasserentsorgung und sowas alles, was da halt hin muss. Ich habe total viele Obdachlose. Warum? Nee, was ist denn das? Ach nee, das ist Arbeitskräftemangel. Obdachlose sehen, glaube ich, anders aus. Also wenn die Obdachlosen dann in den Fabriken wohnen, dann wird's gefährlich. Ja, das bisschen. So, jetzt kann ich hier die Dinger abreißen. Hier werden Mitarbeiter gesucht, ja. So, was willst du machen hier? Wir wollen die ganze Nacht lang eine riesen Blockparty feiern, Mann. Alles klar, wir werfen vielleicht während der Party noch ein bisschen Müll raus. Das macht ihnen doch nichts aus, oder? Ach was. Dürfen wir in unsere Party schmeißen oder nicht? Ja, komm hier. Bürgermeister Marv Zockt sagt aus Marvenburg, kein Problem. Dicke Partys in meiner Stadt sind erlaubt, sind erwünscht. Oh, was ist hier? Willst du eine Polizeiwache? Ich sage es ja nur ungern, aber die Kriminalität wird hier langsam zum Problem. Ich denke, es ist an der Zeit, in eine Polizeiwache zu investieren. Na gut, Mädchen, na gut. Ob dieser Umstand wohl mit dem Bürgermeister zusammenhängt? Das wage ich zu bezweifeln, weißt du, hier von links irgendwie solche Kommentare. Mal gucken, dass ich, wie ich die da jetzt am besten setze. Dass ich hier wieder... Warte, wir gehen wieder. Auch hier in diesem Fall wieder nach der Wohlstandskarte, wo es am meisten bringen würde, wenn ich das Teil jetzt hinsetze. Das machen wir hier. Wir müssen denen auch ein bisschen Platz lassen zum Ausbauen. So. So geht das, glaube ich, auch, oder? Kann ich den auch da setzen? Ach, das ist ja alles blöd hier. Alles so eng. Mache ich den da hin. Was habe ich jetzt gemacht? Du kannst das Spiel sogar pausieren. Ich habe da auf eine Taste gedrückt und dann ist es mir noch nie aufgefallen. Ich dachte immer, das läuft weiter, bis du es ausmacht oder bis du umfällst. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Also, möchte jemand von euch bei mir in der Polizeiwache arbeiten hier? Schreibt es in die Kommentare, schreibt es in den Livestream-Chat. Da können wir hier den Oberpolizeimeister küren, wer jetzt Lust hat. Alles klar, wir haben schon gleich ein paar Freiwillige hier im Chat. Wunderbar. Also ich könnte euch auch ins Gefängnis einbuchten. So mit der Seife und so, das ist da brauchen wir auch ein paar Leute. Das bringt auch alles Geld. Oder ihr werdet einfach nur Hobbypolizist hier in meiner Stadt. Also, der Lars RR123 will in Knast. Zelda-Fan wird ein Polizist. Download 224 kommt ins Krankenhaus. Und MacNoob, wir bräuchten noch unbedingt jemanden, der sich um den Müll kümmert. Ich weiß nicht, würdest du das übernehmen? Nicht genug Müllwagen. Siehst du? MacNoob, deine Aufgabe. Wenn du Bock drauf hast, wirst du Müllmann in der City von Marv Zockt. Das ist absolut eine Position, die nicht jeder bekommt. Ja, MacNoob ist jetzt Müllmann der Stadt. Finde ich gut, dass du dich dafür einsetzt. Ich baue jetzt hier erstmal eine Verbrennungsanlage. Nee, dann habe ich wieder kein Geld. Ich brauche lieber hier die... Lieber zwei weitere Müllwegen. Jetzt können wir hier mal gucken. Die Müllkarte. Wie ihr seht, völlige Überlastung. Alles ist rot. Die Leute werden hier total... Nur weil die einen hier... Die haben eine Blockparty gefeiert, weißt du? Und die ganze Stadt hat zu viel Müll. Oh Gott.
Ich habe dir gerade mal 10 Müllwagen rübergeschickt. Ja, hier Frau Mollewolle ist ja auch gerade unterwegs und sammelt den Müll ab. Das ist gut. Immer gut, so ein bisschen Rückendeckung zu haben. Das passt hier eigentlich auch. Ich werde jetzt hier einfach mal noch einen Verbrennungsofen dran setzen. Oh, zu wenig Simmelons. Nö, dann mache ich das vielleicht ein andermal. Sag mal, wieso rennst du denn jetzt eigentlich mit deinem Müllmännchen durch mein Bild? Ja, weil ich habe alle meine Müllwagen zu dir rübergeschickt und du mir deine. Oh, das nenne ich mal Kooperation. Ja, es ist gute Arbeitsteilung. So könnte man das nennen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Einwohner hier. Wir können jetzt wieder den durchschnittlichen Einwohner ein bisschen hier nach der Wertkarte sortiert noch ein bisschen hochpushen. Wie machst denn du das? Man braucht ja quasi 3 Einwohnerschichten. Du brauchst ja die untere, die mittlere und die Hocheinwohnerschicht, oder? Oder setzt du am Ende, also entwickeln die sich alle nachher bei dir zu Hochhäusern und so? Also die Hochhäuser entwickeln sich alle bei mir. Ich achte da ehrlich gesagt gar nicht so drauf, weil ich meine, wer bei mir nicht leben will, soll halt zu Mars gehen. Das ist eine Einstellung hier, ey. Da, Polizei nimmt viele Verdächtige fest. Marvenburg dankbar. Oh, bitte gerne. Ja, haben wir gern gemacht, ne? Leute, wir machen das gern. Das ist kein Problem für uns. Wir helfen immer. Die Polizisten hier aus dem Stream sind im Einsatz. Die Stream-Polizei sozusagen. Mal gucken, wo setze ich denn den hin? Hier hin? Dahin vielleicht. So, die steigen jetzt hier alle langsam schön auf. Jetzt langsam aber sicher. Langsam aber sicher können wir uns jetzt mal ein bisschen um das Casino kümmern, finde ich. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Bahnhof und wir brauchen erstmal grundsätzlich Bildung. Bildung ist gut für die Stadt, weil dadurch werden wir auch ein bisschen das Müllproblem los, weil die ganzen Leute dann nicht mehr sagen, Müll, schmeiß ich aus dem Fenster. Boah, ey, der fällt ja schön. Sondern, dass die Leute sagen, ab mit dem Müll in die Mülltonne, wir recyceln ihn, kein Problem für die Bewohner in Marv City. Marvenburg. Ne? So, die Grundschule ist hier. Gleich einen zweiten Bus dazu. Ein weiteres Klassenzimmer. Kommt auch noch oben drauf. Und ein paar Haltestellen. Jetzt können wir hier nämlich alle Leute glücklich machen, indem wir einfach ein paar Schulhaltestellen hier hinsetzen. Das solltet ihr immer möglichst flächendeckend machen, weil auch wenn da überall diese grünen Gesichter rauskommen, sind nicht alle immer gleich zufrieden. Ich setze immer relativ gerne relativ viele Bushaltestellen, weil dann deckt ihr auch da ein schön großes Gebiet ab. Ja, bitte. Meinst du, es reicht komplett? Also, wenn... Es gibt ja verschiedene Arten von Grün. Es gibt Hellgrün. Ja, ich glaube, du machst nicht ganz so viel. Meinst du nicht? Guck mal, der Bus hält an jedem verdammten Haus in meiner Stadt. Die können sich am Ende nicht beschweren, dass die da... Ich meine, du musst ja bedenken, die Schüler haben jetzt 2 Stunden Schulwege, wenn du das so machst, wenn die an jedem Bus, an jeder Haltestelle bei jedem Haushalten bist. Das auch noch, ey. Gut, Leute, ich hab Mist erzählt. Ich mach trotzdem so weiter, wie ich es vorher gemacht hab. Das hat sich immer ausgezahlt. Immer. Immer. So, alles abgedeckt. Jetzt ist kein Problem mehr. Ist ganz lustig. Du liest den Stream-Chat ja gerade nicht. Da ist jemand, der den ganzen Tag an nichts anderes denken kann, außer an Essen, Zocken und an meine Schlüpfer. Das ist nett, ne? Schön, dass du zuschaust. Ich freue mich, dass du da bist. Den Schlüpfer von heute Abend verlose ich ab morgen auf eBay. Kannst du dann mitsteigen? Startgebot 2000 Euro. Nein. Das ist ja. Er muss sich das ja auch leisten können. Also, ich tippe einfach mal so, weiß ich nicht. Jeder kann sich eine Rolex leisten.
auf 35 Euro Startgebot und dann kann man das natürlich hochbieten. Mit Autogramm kostet sowas meistens mehr. Aber da gehen im Moment sowieso relativ viele YouTuber zu, über ihre getragene Unterwäsche zu verlosen. Die Leute, die reißen denen das sozusagen förmlich vom Leib. Sollte man meinen. Sollte man meinen. So, was mache ich denn jetzt hier? Shuttlebus. Ich mache gleich den Busbahnhof. Der Busbahnhof selber, den muss ich nicht irgendwie... Was bringt der? Bringt der irgendwas? Ich meine, ja, nee, klar, aber bringt das mehr, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinten ins Gewerbegebiet setze? Da, wo das Casino nachher hinkommt und sowas? Oder ist das quasi egal? Also es spielt nur insoweit eine Rolle, als da die Busse dann auch tatsächlich rausfahren. Das heißt, wenn die Bushaltestellen ganz woanders sind als der Busbahnhof, dann müssen die Busse halt einmal quer durch die Stadt fahren, um dann überhaupt zu den Busbahnhöfen zu kommen, zu den Bushaltestellen zu kommen. Ansonsten, glaube ich, ist es egal. Also kann ich den auch hier hinten direkt ins Drecksgebiet setzen und das ist den Leuten wahrscheinlich auch wurscht, ne? Ihr könnt ja davon ausgehen, dass die Sache mit dem Schlüpfer natürlich nur ein Witz war, auf den Spruch von dem Kollegen hier im Stream bezogen. Ich muss euch leider enttäuschen. Da kommt ihr so nicht mehr dran. So, ich setze es ganz nach hier hinten in die Ecke. Yeah, die Leute freuen sich super gut. Jetzt sollte ich vielleicht noch ein paar Haltestellen bauen. Nur so als Idee. Wenn ich schon einen Bus baue. Also wir machen es jetzt genauso wie Captain Mollewolle sagt. Es muss grün sein. Dann reicht das schon. Ich decke gleich mal die ganze Stadt damit ab. Dass das hier auch klappt. Dass die Busse überall halten. Busse entlasten so ein bisschen den Verkehr am Ende, ne? Sehr gut, weil früher oder später wird das so sein, dass die Stadt immer voller wird und der Verkehr immer enger. Und wir dann da wirklich schauen müssen, wie wir das am besten hinbekommen. So. Da ist noch eine Stelle. Da ist noch nicht ganz grün. Da auch nicht. Solange ich noch Geld habe, kann ich das machen. So, wunderbar. Ich weiß nicht, hört ihr eigentlich mittlerweile die Musik, weil die ist echt laut gerade. Musik ist immer noch nicht zu hören. Tja, schade. Verstehe ich überhaupt nicht. Wird irgendwie von XSplit nicht übertragen. Merkwürdige Geschichte, sowas. So, wie machen wir weiter? Ich könnte jetzt anfangen. Was wollt ihr? Mangel an Arbeitern. Ich werde jetzt einfach mal die Straßen ausbauen. Oh, warte, was ist jetzt hier? Verstopfte Rohre. Wir brauchen unbedingt eine Versorgungsabteilung. Wie sieht's aus? Du oder ich? Ich brauche noch 10.000 Einwohner, bevor ich irgendwas upgraden kann. Oh ja. Verdammt. Da war doch was. Ich brauche noch, noch ein bisschen. Dann werde ich mich jetzt einfach um die Straßen kümmern. Die Straßen könnt ihr nach und nach ausbauen. Hier unten gibt's so ein schönes Symbol, Straßen-Upgrade. Das könnt ihr auch durch den Hotkey R erreichen. Wir sehen jetzt hier, einige Straßen sind etwas grüner als andere. Das heißt, da ist der Verkehr auf jeden Fall höher. Und umso größer oder umso mehr die Straße ausgebaut ist. Gleich mal mittlere Dichte hier. Umso eher können sich die Gebäude auch weiterentwickeln. Aber es kostet natürlich, ne? Also,
Ein bisschen Kohle müsst ihr dafür schon investieren, aber eure Stadt dankt es euch, indem sie früher oder später die Häuser umbauen und dann sozusagen mehr Geld abdrücken können. Ich bin im Moment auch noch sehr zurückhaltend gewesen, was Steuern betrifft, weil normalerweise bin ich einer dieser Bürgermeister, die gleich sagen, oh, willkommen in meiner Stadt, hier 10% Steuern. Also gleich. Manchmal auch 11. Da kenne ich dann manchmal nichts. Könnt ihr jetzt sehr gerne sagen, lieber Marv, so macht man das nicht, so geht man nicht mit den Bürgern in Marvenburg um. Ja, oder man wandert einfach nach Lalalala La Bamba aus. Ja, in Lalalala Bamba soll es auch sehr schön sein. Da müssen wir auf jeden Fall uns nochmal deine Stadt angucken. Ja, vor allem sind die Steuern da niedrig. Ja, meine sind ja auch noch gar nicht weiter gewachsen.